Hallo, ich bin der Alex von Bike24 und heute sind wir der Einladung von BMC nach Italien gefolgt. Und da habe ich den Stefan bei mir. Hallo Stefan. Hallo, Servus. Alex, herzlich willkommen. Und du hast uns was Neues mitgebracht. Was sehe ich denn da? Es ist ein Mountainbike, es ist ein Rennrad. Erzähl mir doch mal ein bisschen was darüber. Ja, das ist der Urs. Der Urs, alles klar. Urs ist nicht nur ein alter Schweizer Name, sondern das ist auch die Abkürzung für Unrestricted. Also grenzenloses Fahren, in dem Fall ist das unser neues Gravelbike. Man erkennt hier noch, das ist ein BMC, sehe ich gerade. Ja, ich denke, das BMC-Logo ist sehr klein ausgefallen, ja. Aber wir haben viele schöne Details, die unverkennbar sind. Technologien wie ICS, unser integriertes Cockpit, oder auch die MTT Micro Travel Technologie. Ah, kenne ich aus dem Hardtail von euch, ne? Genau, ja. Und was habt ihr da jetzt die Road Machine genommen und daraus ein Gravelbike gemacht oder wie lief da der Prozess ab? Nein, so einfach haben wir uns das nicht gemacht. Wir haben ja früher Crossräder gebaut und ich sag mal, waren im Thema mit Dropbar und Gelände schon ein bisschen drin und haben dann auch halt auch sehr schnell gemerkt, was die Limiten sind, und wir wollten wirklich mit einem neuen Geometriekonzept kommen, das im Gelände viel mehr Spaß macht, mhm, auch mehr Vertrauen mit sich bringt. Und ich denke, eine Sache, die wirklich revolutionär ist bei dem Bike, ist das Geometriekonzept. Ja. Wir haben Kettenstrebenlängen von 425 mm, das ist kurz, haben ein sehr langes Oberrohr und dann ein Vorbau, sehr kurz, in dem Fall 55 mm. Wir haben einen Lenkwinkel von 70 Grad, was zusammen eigentlich nahe an der Philosophie ist, wie wir es beim Mountainbike umsetzen. Genau, ein modernes Mountainbike, ja, genau. Mit Dropbar. Mit Dropbar, ja. Also wir bewegen uns von der Geometrie irgendwo zwischen einem Team Elite Hardtail und einem Rennrad. Ja. Hat im Gelände den Vorteil, dass es wirklich sehr viel Kontrolle gibt. Und dieses Offroad-Fahren mit Dropbar viel spaßiger macht. Genau, nicht mehr so klapprig im genau. Endeffekt. Wunderbar. So, was sehe ich hier noch für Details? Eine Oberrohrtasche kriege ich dran, also ist auch durchaus für längere Reisen gemacht. Ja, wir sagen, das Rad ist kompatibel für leichtes Bikepacking. Mhm. Zum Beispiel haben wir auch eine Gepäckträgeraufnahme für den Gepäck. Ach, wunderbar. Ja, bis 25 Kilo okay. geht das. Hier sehe ich noch eine Bohrung. Wozu ist die da? Ja, wir haben auch vorne Bohrungen für Schutzblech oder zum Beispiel weiter unten ist ein Eingang für das Kabel, wenn jemand ein Nabendynamo verwenden möchte. Okay. Okay. Das Rad ist also sehr vielseitig einsetzbar und auch für die Anwendung anpassbar. Ja, hier sehe ich noch Gummischützer an der Gabel dran. Das kenne ich bis jetzt nur von Kurbeln. Wieso habt ihr das gemacht? Ja, der Hintergrund ist ähnlich, um effektiv die Lackierung in dem Bereich zu schützen. Man braucht das zum Beispiel, wenn man im Gelände mal einen platten Reifen flicken muss. Ach, zum Abstellen? Genau, kann man das Rad auf die Gabel stellen, ohne dass der Lack Schaden nimmt. Das sind so die kleinen Details. Wir haben auch einen Schutz am Unterrohr, auch um Steinschlag, Lackbeschädigungen zu vermeiden. Ja. Und natürlich auch Kettenstrebenschutz, wie man das vom Mountainbike kennt. Genau. Okay. Ich sehe hier eine D-Shape-Sattelstütze, wie ich sie von euch kenne. Dropperpost? Dropperpost, ja, unbedingt. Wir haben von Haus aus eine D-Shape-Stütze eingebaut, weil die halt den Vorteil hat, dass wir sehr gute Komfortwerte erreichen, ja. Sehen aber schon, dass je nach Einsatzgebiet eine Dropperpost viel Sinn macht. Wenn man das einbauen möchte, liefern wir einen kleinen Einsatz mit, den kann man hier hinten reinschieben und dann hat man 27,2 okay. rund und kann jede Sattelstütze mit dem Maß einbauen. Hast du sonst noch was du mir dazu erzählen möchtest? Ja, die Reifenfreiheit vielleicht ist ein Thema ganz heute. Ganz interessantes Thema sogar. Wir liefern die Räder aus mit 42 mm Reifen. Kompatibel ist es bis 45 mit einem guten Mountainbike-typischen Reifenfreiheit. Und man kann auch, wenn das jemand möchte, 650B wollte gerade fragen, bis 47 mm einbauen. 47, okay. Ja. Ja. Optimiert ist das Rad von der Geometrie her auf Reifen, sage ich mal, zwischen 38 und 42. Vor allem, dass die Tretlagerhöhe dann angeht. Genau, ne? Genau. Ja, okay. Tretlagerhöhe, habt ihr euch da großartig verändert zur Road Machine?
Also ist da jetzt bedeutend mehr hinzugekommen? Ja, oder? Die Tretlagerhöhe ist bei einem 42er Reifen ähnlich wie ein Crossbike, also wirklich geländetauglich. Relativ hoch, ja. Genau, und wenn man dann halt 38 oder noch tiefer einbaut, dann ist es eher, wie man das heute von der zum Beispiel Roadmachine X kennt, also ein bisschen tiefer. Ja, also es ist State of the Art, 12er Steckachsen, Flatmount-Aufnahme. Was für Scheibengrößen kann ich denn fahren? Wir haben das so gemacht, dass man eigentlich standardmäßig 20 mm größere Scheiben hat wie beim Rennrad. Das heißt vorne 160 oder 180. 180 je nach Adapter. Ja, ist auch unsere Grundspeck 180. Stimmt. Ja, und dann hinten wäre es entsprechend auch je nach Adapter-Einstellung entweder 160 oder 180. Also wirklich so, also dass auch man was für richtig schwere Fahrer genau, im Endeffekt, ordentlich Power hat. Wunderbar. Das Rad ist auch super leicht in der Ausstattung unter 8 Kilogramm. Wenn man das im Gelände mit fährt. Wet Access Komponenten, genau. Ja. Macht Riesenspaß. Mhm. Der Lenker, ist das der Lenker, den ich schon von der Roadmachine X kenne? Nein. Nein, wir bauen einen neuen Lenker, der ist von Easton in dem Fall aus der AX, der Gravel-Serie, ist mit einem 20 Grad Flair. Ja. Das ist das, was wir heute eigentlich schätzen, aber grundsätzlich ist ja das ICS-System kompatibel mit jedem 31. Das stimmt, ja. Ich habe nur gerade gesehen, dass, ja, der Vorbau, ja, dass der Lenker schön rauskommt. Genau. DI2? Ja, der Rahmen ist DTI-kompatibel, wie wir dem sagen. Das heißt, wir haben Anschlussstellen für alle möglichen Kombinationen von elektrischer Schaltung, mechanischer Schaltung. So, da limitiert ihr also nicht? Nein, da limitieren wir nicht. Ja. Ich bedanke mich. Ja? Herzlichen Dank. Viel Spaß. Und was denkt ihr über das Fahrrad? Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Ciao, euer Alex.